Und jetzt kommt ein alter Späßel von mir. 5 Jahre lang haben wir gemeinsam Kabarett gemacht. Dann ist er nach Berlin abgehauen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Er hat als Schauspieler in München 7 von Franz Xaver Bogner das Allgäuerliche zum Kult gemacht. Aber Kabarett macht er noch immer zynisch, respektlos und mit einer unvergleichlichen Bühnenpräsenz. Bühne frei für meinen Ex-Partner Jockel Tschirsch. Hallo. Schönen guten Abend. Was der Otti wieder nicht gesagt hat, ist, dass mein Abend Pubertät mit 50 heißt. Das ist natürlich wieder ein saublöder Titel, aber das liegt an dem Deutschlehrer in der Wohnung unter mir, weil ich wohne seit der dritten Scheidung jetzt wieder alleine im Neubau, so mit Laminatboden. Ganz tolle Wohnung, 3 Zimmer, 38 Quadratmeter. Aber gut geschnitten und sozial gut aufgestellt. Also nicht, dass man jetzt stundenlang spricht, aber man hört sich. Ja, und dann hat eben der Deutschlehrer wieder geklingelt. Entschuldigen Sie, Herr Schirsch, wenn ich noch mal schelle. Aber Sie waren heute Nacht wieder zum wiederholten Male 5-mal zur Toilette. 0 Uhr 17, 2 Uhr 21, 3 Uhr 49, 5 Uhr 17 und noch mal 6:09. Herr Schirsch, so geht es nicht. Ich bitte Sie, gehen Sie doch mal zum Urologen. Es ist doch Ihr Unterleib. Lachen Sie nicht, setzen Verweis. Herr Schirsch, gehen Sie doch mal. Ja, danke. Und dann war ich bei dem Urologen und dieser Urologe war eine Urologin. Ja, völlig hinterfotzig, weißer Kittel, so ein Alpha-Weibchen. Ja, aber unerkennbar eine Frau. Möchte mich nicht vor einer Frau freimachen da unten, was sie schon alles gesehen hat. Muss ja in die Kilometer gehen und ich hab dann gesagt, also ich kauf mir ein paar Gummihandschuhe und guck zu Hause selber mal nach. Und dann sagte sie, das sei eben hochgradig pubertär. Ne? Und deswegen eben der Titel. Und kurz danach ruft meine zweite Ex an, also die Stiefmutter meiner nicht leiblichen Stief-Patchwork-Tochter Sophia, und sagt, sie möchte sich die Falten im Gesicht wegmachen lassen. Auf meine Kosten. Ja, Verursacherprinzip. Ja, ich habe gesagt, die Falten, das ist okay, aber der Rest, die hängende Lippe, das war ich nicht, das war der Matthias, ein Grafiker aus Höllriegelskreuth. Ja, aber sehen Sie, meine Damen, ich muss ja auch was machen lassen, gucken Sie mich an, muss man was machen lassen. Ich war jetzt in einer Klinik am Bodensee, ganz tolle Klinik, da hat sich auch die Frau Merkel liften lassen. Ja, die hat nur falsch rum gelegen, 180 Grad verdreht, und da haben die ihr aber gut gemacht, aber gute Arbeit, sehen Sie nichts, denken alle, war Guido. Aber der Professor war total nett zu mir, sagt, natürlich ist kein Problem, ja, da machen wir Schnäppchenpreis, ja, da haben wir Operation gut hier, wie Runderneuerung bei Reifen, die schmeißt man ja auch nicht weg, natürlich, da machen wir da die Falte weg, dann tun wir da die Oberschenkel ein bisschen verjüngen, dann machen wir da Brüste ein bisschen kleiner und dahinter auf die Platte, da tun wir was implantieren, ja, das nehmen wir unten aus dem Schritt, gell, ja, gell, das schaut immer ein bisschen aus wie Afro, das mögen die Mädchen, gell? Und der Schnäppchenpreis hatte dann 3 Tage Intensivstation zur Folge. Ich habe mich dann nach anderen alternativen Kostenvoranschlägen umgesehen. Also relativ günstig ein Piercingstudio in Berlin-Marzahn, der wollte es alles zuhängen. Dann gab es noch einen Heilpraktiker in Kleinmachnow, der wollte es glatt quatschen. Das günstigste war aber ein Sattler und Polsterer in Berlin-Wedding. Ja. Der hat gesagt, er will sein Unternehmensportfolio erweitern, einfach glatt ziehen und festtackern. Ja, ich mein, wir müssen alle was machen, wie der Kollege sagt, wenn der Nacktscanner kommt. Und ich meine, bei mir ist es ja, ich bin ja nicht nur ich. Es sind ja etliche, das ist ja quasi jetzt eine Großfamilie, also meine Patchwork-Familie. Ich weiß nicht, wie es hier in München ist, aber in Berlin nur Patchwork-Familien. Ja, wir sind da die Generation Patch. Patch as Patch can. Überall Patchwork-Kinder, du weißt gar nicht mehr, welche sind die eigenen, welche sind die Eingeheirateten, welche sind die Mitgebrachten, welche sind die Zugelaufenen, welche sind die übrig gebliebenen aus irgendwelchen Lebensabschnittsabschnitten. Und jetzt sag doch nicht immer Papa zu mir. Wie heißt denn du eigentlich? Was? Petschula. Ja, das dachte ich mir. Aber nein, aber wissen Sie, alle finden es ganz, ganz toll, ne? Und verbringen Weihnachten zusammen an der Ostsee. Und alle haben sich schrecklich lieb, du, die haben sich so lieb. Und alle machen Patch, 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 Patch. Du, wir sind eine Familie, du Patch, du lieb, ja. Ja, aber wenn ich mir dann diese Weicheier von Patchwork-Papas angucke, die ich da jeden Vormittag treffe in den öffentlichen Nahbereichs-Spielpatchplätzen mit ihren verzogenen Patchwork-Schratzen, die ja alle so lieb, lieb, lieb sind, diese kleinen Terroristen, weil da macht ja keiner mehr Patch. Da,
da glaube ich dann wieder an das Dogma der unbefleckten Empfängnis. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass einer von den Weicheiern irgendwann mal einer Frau ein Kind gemacht haben soll. Und wenn ich mir die dazugehörigen Patchwork-Mamas angucke, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die mal eine ordentlich durchgepatcht hat. Aber alle finden, alle machen Patch, Patch, Patch und haben sich lieb. Die haben sich alle lieb. Ja, alle lieb. Ja, ja, wir haben uns alle so lieb, 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 lieb. Ich hab die nicht alle lieb. Deswegen lebe ich ja alleine im Neubau auf Laminat. Und ich gehe auch zum Pinkeln, wann ich will, wo ich will und so laut ich will. Deutschlehrer Blöder, Pissquam perfekt. Und ich will auch nicht, dass mir ein Urologinnenfinger im Hintern steckt. Es gibt so schöne Ecken in Berlin, da muss man doch nicht. Eben, vielen Dank. Das ist jetzt meiner.